Nimm's mit Humor. Ein Lächeln verändert die Welt. In der Reihe Geheiligt mein Leben im Blick auf die Heiligen möchte ich heute den heiligen Philipp Neri in den Blick nehmen. Für manche galt er als anstößig und er selbst bezeichnete sich auch als Narr Gottes und wurde sicherlich auch von anderen so bezeichnet. Er selbst verrichtet sein Wirken eher unkonventionell. Er geht auf die Straße und spricht mit den Menschen über den Glauben, feiert in seiner Zeit schon ungewöhnlich die Messe in italienischer Sprache, damit die Menschen etwas verstehen, und behandelt Kinder und Jugendliche eben als solche und nicht als Erwachsene, wie es in seiner Zeit üblich war. Und er ist ein notorisches Beispiel dafür, dass Menschen eben auch zu spät kommen, dass sie immer wieder einfach Zeit brauchen. Ja, so ist er auch ein Beleg dafür, dass Frühaufsteher nicht unbedingt nur Heilige sind, sondern auch die Spätaufsteher. Ja, Anfragen an seine Person nimmt er mit Humor und Kritik kann er einfach auch einmal stehen lassen. Vielleicht, da er weiß, ein Lächeln verändert die Welt. An seinem Gedenktag, dem 26. Mai, kann er uns für unseren Alltag und manche schwierige Zeit eben das mitgeben. Nimm's mit Humor, ein Lächeln verändert die Welt. Schauen wir zunächst einmal auf Philipps Leben. Philipp Neri, im Italienischen Filippo Romolo, wurde am 21. Juli 1515 in Florenz als Sohn eines Notars geboren und er verlor schon früh seine Mutter. Beeinflusst von der Lehre der Dominikaner, bei denen er zur Schule ging, kam er mit 16 Jahren zu seinem Onkel, dem kinderlosen Bruder seines Vaters, um sich als Kaufmann bei ihm ausbilden zu lassen und eines Tages ihn zu beerben. Doch er verließ ihn, nachdem er das benediktinische Einsiedlerwesen auf dem nahegelegenen Monte Cassino kennengelernt hatte, wo er von den Benediktinern die Hochschätzung für die Liturgie und die Spiritualität der Wüstenväter in sein Herz aufgenommen hat. Als Hauslehrer in Rom tätig, pflegte er ein intensives und oft nächtelanges Gebetsleben und studierte auch nebenbei Theologie bei den Augustinern. Die Liebe zu Gott und den Menschen hat ihn einfach nicht losgelassen und so begann er auf den Straßen Roms mit den Menschen über ihren Glauben zu sprechen. Und er setzte sich insbesondere für die Betreuung bedürftiger Rompilger und armer Kinder ein, wozu er auch dann eine Bruderschaft gründete. Es waren Gleichgesinnte, die gemeinsam sangen, beteten, in der Bibel lasen und sich im Austausch befanden zu Glaubensinhalten. Aus deren Gebetsraum heraus entstand die Gemeinschaft der Oratorianer, vom lateinischen Wort orare, beten, die mit Kinderkatechesen und einer gelebten Alltagsfrömmigkeit neue Maßstäbe in der Seelsorge setzten und die bis heute bestehen. In Deutschland gibt es mehrere Gemeinschaften, die älteste, die quasi auch in der Zeit Philipps dann kurze Zeit danach gegründet wurde, war Aufhausen oder ist Aufhausen bei Regensburg. Als Pfarrer für die Florentiner in Rom war Philipp besonders wegen seiner unkonventionellen Art beliebt. Wenn er beispielsweise mit rosafarbenen Filzpantoffeln auf die Straße ging oder nur halb rasiert das Glaubensgespräch auf der Straße suchte. Zu Lebzeiten schon als Heiliger verehrt, lehnte er mehrmals die Kardinalswürde ab und blieb zeitlebens ein Ansprechpartner für Straßenkinder, Kranke und Bedürftige. Nach einem Blutsturz starb er am Fronleichnamstag des Jahres 1595 in Rom. Seine Spiritualität und sein Oratorium. Philipp geht auch in seiner Spiritualität in seiner Zeit ganz unkonventionell vor, wenn er auf der Suche nach einer unmittelbaren Begegnung mit Gott sucht. Für ihn steht daher das Lesen der Bibel an höchster Stelle, aus der er sich in der damaligen Zeit auch unerhört
ganz persönlich angesprochen fühlt. Er muss Menschen auf besondere Weise beeindruckt haben, denn auch Goethe schreibt in seiner italienischen Reise über ihn: Man wüsste sich keinen tüchtigeren, gesünderen, geradsinnigeren Knaben zu denken. Herzstück seiner Spiritualität ist das Pfingsterlebnis aus dem Jahr 1544, als er, wie sein Biograf Galoni schreibt, in seinem Herzen einen solchen Sturm der überwältigenden Liebe des Heiligen Geistes spürte, dass ihm das Herz in der Brust so heftig zersprang, dass man es auch äußerlich wahrnehmen konnte. Seither prägt die Liebe sein ganzes Leben und das des Oratoriums von Philipp. Er formuliert dann sogar den Satz: Mich hat die Liebe verwundet. Diese Liebe lässt er nach außen dringen, um den Kranken, den seelisch Belasteten und den Beichtenden in ihrer Not und deren Anliegen beizustehen. Seine Kraft nimmt er aus der Feier der Eucharistie und dem Gebet, wo er in tiefer Weise verbunden ist, sodass Umstehende schon allein davon mehr als beeindruckt sind. Grundsatz seiner Spiritualität und das der Gemeinschaft des Oratoriums ist es, auf das Positive zu blicken und auf die Gnade zu vertrauen. Wenn er auch viele Missstände anprangert, gerät er niemals in Rigorismus und hält an keiner Stelle eine flammende Droh- oder Strafpredigt. In einer Geschichte wird erzählt, dass er beim Spazierengehen den Menschen auf den Straßen Roms zuruft: Seid gut. Und kurz darauf fügt er hinzu: Wenn ihr könnt. Positiv ins Leben blicken und vieles mit Humor nehmen, das kann uns Philipp lehren. Denn dieser Heilige scheint mir sehr sympathisch. Im Leben hat er einiges durchzustehen gehabt und musste es auch verarbeiten, aber er hat sich dann auch mit ganzem Herzen eingesetzt für eine ansprechende und zeitgemäße Verkündigung der Frohbotschaft. Er will keine Veränderung um der Veränderung willen, sondern dass es letztlich gelingt, dass Menschen Freude am Glauben erleben und finden. Passt das nicht auch in unsere Zeit? Passt er nicht in unsere Zeit, dieser lächelnde Heilige, der auch als Patron der Humoristen gilt? Vielleicht können wir von ihm lernen, einiges mit Humor zu nehmen und mit einem Lächeln zu versuchen, die Welt zu verändern. Eine lustige Gelegenheit aus seinem Leben noch als Abschluss. Von seinem Erzieher gerügt, weil er so schwer aus dem Bett frühmorgens kommt, spricht er zu ihm: Ich habe durchaus oft an das Fegefeuer gedacht, das mir wegen meiner Dummheiten bevorsteht. Aber dann sagte ich zu mir selbst: Bei so vielen bisherigen Dummheiten muss ich wohl länger dort bleiben. Und da bin ich einfach im Bett liegen geblieben. Einen schönen Tag.